Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Family Beach House. Ich freue mich drauf, dass ihr eingeschaltet habt und dass wir das Haus jetzt weiterbauen werden. Und wir werden es nicht nur weiterbauen, sondern tatsächlich heute auch fertigstellen. Wir sind in der achten und somit auch finalen Folge angekommen und ich freue mich drauf, ja, dass das Haus bald in der Galerie verfügbar sein wird. Das heißt, ihr könnt es herunterladen und dann bin ich gespannt, was ihr dazu sagen werdet, wie ihr es finden werdet und ja, wer dann letztendlich auch darin einziehen wird. In der letzten Folge, dort haben wir das Wohnzimmer eingerichtet und ja, das war ja so ein Familienwohnzimmer, wo wir einen großen Fernseher stehen hatten. Dann gab es noch so ein paar Musikinstrumente, wo die Sims so eben ein bisschen dran spielen können und die Fähigkeiten leveln können. Und wir haben den Außenbereich so ein bisschen angefangen, die Terrasse nämlich. Und damit geht es heute auch schon direkt weiter. Wir sind hier auf dem großen Bereich der Terrasse, wo dann letztendlich der Grillbereich, ja, seinen Platz finden wird. Wir haben hier eine schöne große Sitzecke. Nee, Sitzecke, Ecke ist es eher nicht. Eine große Sitzgruppe. So. Ja, einen großen Esstisch natürlich. Ne? Es sollen alle Sims natürlich dran Platz finden und Platz haben letztendlich. Und wenn natürlich Freunde kommen, sollen die natürlich auch hier noch ja, ein Plätzchen finden, um zusammen zu grillen, dort zu sitzen und natürlich auch die Aussicht zu genießen, die natürlich ganz fantastisch hier auch dabei ist. Und ja, das wird der erste Teil des Videos sein, dass wir hier so ein bisschen die Terrasse, wie gesagt, ein bisschen aufhübschen. Und im zweiten Teil des Videos, da geht es dann nochmal in diesen kleinen Gartenbereich rüber, den ich ja, so ein bisschen doll hinbauen wollte, so rum hinbauen wollte, wo es ein bisschen abgetrennt ist, privater ist, dass man also tatsächlich auch, ja, letztendlich einen eigenen Garten hat, wo man unbeobachtet Zeit verbringen kann, weil ansonsten ist das Haus ja doch relativ offen. Wir haben hier keine Mauern oder so, die das Haus abgrenzen. Ist natürlich ein bisschen schwer, wir sind immerhin am Wasser, am Strand, ne? Aber immerhin, trotzdem ist das Haus halt sehr offen, nach hinten natürlich auch sehr weitflächig. Und ja, deswegen wollte ich da so ein bisschen Privatsphäre schaffen für die Sims, dass sie dort eben auch in Ruhe sich hinsetzen können. Wobei ich mich jetzt gerade so ein bisschen frage, ich glaube, den Sims wäre das sowieso vollkommen wurscht, ob da jetzt jemand guckt oder nicht, solange sie nicht am Techtelmechteln sind oder so. Also ich glaube, das sind tatsächlich so Überlegungen, die man doch so ein bisschen, kann man das sagen, so menschifizieren. Oder gibt es sowas überhaupt? Ne, also, dass man auf den Menschen bezieht. Also, der Mensch würde natürlich, also wir würden dort entsprechend Privatsphäre haben wollen. Ich glaube, den Sims ist es vollkommen wurscht und egal. Aber ne, wir machen das schon, wir kriegen das schon richtig hin. Deswegen kommt da so ein abgetrennter Gartenbereich eben hin, dass die Sims dort eben auch hier ein bisschen Zeit verbringen können. Genau. Ja, hier habe ich noch so eine kleine Ecke, die muss natürlich auch irgendwie verwurschtelt werden, ne? Was hingepackt werden. Und wir haben, ich bin mir jetzt nicht sicher, mit welcher Erweiterung das kam, ob das jetzt Zeit für Freunde war oder Hunde und Katzen, diese, oder ob das Basecamp sogar ist, ich weiß es gerade nicht, dieses Schiff aus Metall. Und das finde ich immer super schön, zusammen mit diesen Fischen, die wir ja auch bekommen haben, in diese Fischskulptur, die ich auf der anderen Seite schon des Hauses auf der Veranda platziert habe im letzten Video, finde ich mit einer der schönsten Deko-Objekte für draußen. Weil ich finde es einfach wirklich klasse. Und es passt natürlich auch hier sehr gut in dieses, ja, Insel-Feeling, ne, rein, dadurch, dass eben auch ein Schiff ist. Was ich immer ganz schön finde, das habe ich, glaube ich, auch bei meinem, mir fällt der Name jetzt tatsächlich nicht mehr ein, also fragt mich nicht nach den Häusernamen, wie ich immer mal gemacht habe. Florida Beach House, irgendwie sowas in diese Richtung. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, da habe ich ja auch so eine Skulptur rausgebastelt aus den beiden, aus diesem Schiff, mit der unten drunter verkleinert, diese Fischskulptur und dann auch so eine runde Lampe nach oben, die dann aussah wie so ein Mond. Also das finde ich recht schön, diese Idee. Und ja, deswegen kommt natürlich auch hier diese Schiffskulptur wieder mit an die Wand, weil ich die sehr, sehr schön finde und die passt einfach auch mit dazu. Genau. Und ja, hier gibt es dann eben noch so eine kleine Sitzgruppe, wo die Sims sich eben entspannen können ein bisschen. Tatsächlich habe ich jetzt in diesem Bereich des Hauses das Weiß, was wir im anderen Bereich des Hauses, also das, was ich ja im letzten Video gemacht habe, nicht fortgeführt. Hat sich irgendwie so entwickelt. Ich weiß gar nicht, warum. Also ich glaube, diese Rattanmöbel oder Korbgeflechtmöbel, die gibt es auch nicht in Weiß. Also das hätte auch daher gar nicht funktioniert. Ich glaube oder meine, dass es die Holzmöbel hier mit dem Metall, also die Sitzgruppe dort,
dass es die in Weiß gegeben hätte, in komplett Weiß, aber ich fand das Holz, also die Holzfarbe sehr, sehr schön. Das hat so einen schönen, warmen Farbton und deswegen hatte ich mich für die entschieden und deswegen ja, bin ich also jetzt hier von dem weißen Farbton komplett abgerückt und habe dann jetzt Holzfarben gemischt, wie es bis zum geht nicht mehr. Deswegen bin ich da so ein bisschen vom eigenen Stil abgerückt, aber gut. Das darf ja auch mal sein, ne? Dann wird das eben nicht fortgesetzt. Zumal man ja auch sagen kann, wir haben hier verschiedene Bereiche des Hauses und in denen muss halt nicht alles stimmig sein. Ne? Ich meine, wenn man hinten in einen anderen Bereich reingeht des Hauses, dann ist dort eben alles weiß und hier hat man eben so ein paar schöne etwas wärmere Farbtöne. Überall kommen natürlich auch schöne Kerzen hin, klar, keine Frage. Denn so viel Platz haben wir gar nicht, um dort irgendwelche Wandlampen anzubringen. Ist ja alles offen. Wir haben hier keine Wände. Und es gibt leider, das, was ich mich auch immer noch gefragt habe oder was leider immer so wieder noch ist, es gibt keine Lampen, die man auf den Pfosten des Geländers packt. Also ich weiß, es gab es bei Sims 2 ganz viel, also nicht ganz viel, aber es gab es bei Sims 2 diese Möglichkeit, dass man auf den einzelnen Pfosten des Geländers, es gab glaube ich zwei, drei, vier verschiedene Designs davon, Lampen drauf packen konnte. Also auf jedem Pfosten eine Lampe theoretisch. Und ich glaube, da hat man so oft die Geländer beleuchtet, das sah teilweise, sah das gar nicht mal so schlecht aus. Und ich fände es auch relativ cool, wenn man das jetzt auch hier machen könnte. Ich stelle mir das so vor, man hat so einen schönen, mit dem Geländetool das Haus ein bisschen erhöht und hat dann ein Geländer, was runterführt zum Eingang, zum See oder wie auch immer. Und dann hat man auf jedem Pfosten oder in gewissen Abständen auf den Pfosten entsprechende Lampen gesetzt. Und wenn man das abends, wenn das abends beleuchtet wird, ich glaube, das sähe richtig, richtig schön aus. Ist ein bisschen schade, dass es das immer noch nicht gibt oder überhaupt nicht gibt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt mal überlegt wird. Das ist wahrscheinlich sowas Spezielles, dass die Entwickler da gar nicht mehr wirklich groß dran denken. Man kann es natürlich so ein bisschen faken, indem man ja tatsächlich auf den Pfosten eine Tischlampe packen würde, die man eben ja mit 9 und 0 hoch und runter setzt. Würde natürlich funktionieren, keine Frage, sähe aber wahrscheinlich nicht ganz so toll aus, als wenn es tatsächlich eine Lampe dafür geben würde, die das eben auch ermöglicht. Ne? Das ist jetzt nur, was mir jetzt gerade spontan so einfällt. Und ein bisschen schade, dass es das eben nicht gibt. Ich habe mich damit tatsächlich auch mit, vielleicht kennt ihr eine oder andere sie, Dark Lady 79, darüber unterhalten. Und sie hat es so gesagt, warum gibt es das nicht? Das finde ich schade. Und ich muss sagen, ja, ich finde es auch schade, dass es das nicht gibt. Ich hätte es gerne auch wieder, dass es diese Möglichkeit gibt mit den Lampen da drauf. Aber gut, das sind wahrscheinlich so spezielle Wünsche, dass das einfach nicht erfüllt wird oder nicht dran gedacht wird, genau. Damit wir noch ein bisschen mehr für die Fähigkeiten tun können, hier auf dem Grundstück habe ich jetzt hier auch noch eine Staffelei drauf platziert. Ich meine, ich hätte nirgendwo sonst eine Staffelei platziert, wenn ich mich nicht komplett irre. Aber ich hatte kurz nochmal geguckt, also oben auf dem Dach, nicht auf den Dachböden, auf den, na, wie heißt es, auf dem Balkon hatte ich keine Staffelei platziert und deswegen bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich nirgendwo sonst eine platziert habe. Das kann man ja, man kann es ja im Laufe der Zeit auch schon mal vergessen, ne? Man hätte auch nachgucken können, ich weiß. Aber gut, dann gibt es eben theoretisch vielleicht auch zwei Staffeleien, aber ich meine, ich hätte keine platziert. Genau. Und da kann man eben mit einem tollen Ausblick letztendlich das Meer malen, die Fische dabei und das ist sicherlich auch eine ganz gute Möglichkeit, sich ein bisschen zu entspannen und dort eben entsprechend auch ein bisschen Geld natürlich mitzuverdienen. Das kann man ja auch machen. Man wird dann eben freiberuflicher Künstler, freiberuflicher Maler und macht dann so ein paar Bilder von Sulani beispielsweise. Hier kommen jetzt noch überall ein paar Laternchen hin. Und dann ist eigentlich auch, der Grillbereich des Hauses hier vorne draußen soweit fertig. Jetzt gibt es hier noch diese kleine Plattform, die ich gebaut habe. Zum einen haben wir hier natürlich die Jetskis als Anlegestelle. Wobei es vollkommen wurscht, wo die Dinger stehen. Also wir brauchen keine direkte Anlegestelle, keine richtige. Und ich habe mir hier überlegt, dass wir auch so eine kleine Entspannungs-Area dort machen. Zum einen haben wir dort natürlich wieder Liegestühle, die gleichen, die wir auch schon vorne beim Haus stehen haben. Das wollte ich dann doch wiederholen. Zum anderen hier eben entsprechend die Yogamatten. Die sind natürlich auch nicht verkehrt, gerade eben wenn man so eine schöne Gegend dort hat, kann man sicherlich so dort sehr gut entspannen und so ein bisschen Yoga-Übungen machen.
Und ja, auch hierbei jetzt natürlich wieder die Fähigkeiten gefragt, ne? Yoga-Skill. Ich meine, es gibt diesen Yoga-Skill, dass man dort eben entsprechend sich so ein bisschen vom Alltag abschaltet und die Sims dort eben so ein bisschen entspannen können. Das ist also nicht verkehrt. Darf nicht fehlen, gerade hier. Gerade eben auch, wenn man ein Familienhaus hat, und das heißt, dass man dort eben mit Kindern einzieht und ab und zu, wenn man sich ja doch vielleicht mal darf, von den Kindern ein bisschen entspannen und erholen und sagen, komm hier, ihr geht jetzt mal spielen, bleibt in eurem Zimmer oder sonst wo und ich setze mich hier hin und mache ein bisschen Yoga. Ja, dann können sie es eben hier machen, sie können sich ein bisschen entspannen. Sie können natürlich auch ins Meer reinhopsen, das funktioniert auch. Dann die Leiter steht dort ja und dann können sie ein bisschen schwimmen im Wasser. Ich wollte es probieren hier mit dieser Abtrennung von Wellness-Abenteuer, nicht Wellness-Abenteuer, von Wellness-Tag, so heißt das Zeug, von Wellness-Tag, fand ich aber, passte jetzt nicht ganz so gut dorthin. Ich wollte es dann doch ein bisschen offener lassen und deswegen habe ich es gleich weggemacht und dann kommen jetzt eben zur Beleuchtung wieder die gleichen Laternen hin, die wir auch schon ja entsprechend auf der Veranda haben. So zieht sich das so ein bisschen zumindest mit auch hier vorne hin auf die Plattform. Wir haben die gleichen Liegestühle, wir haben die gleiche Beleuchtung. Ja, die gleichen, letztendlich die Pflanzen, die natürlich auch gleich sind oder zumindest sich wiederholen. Und ja, so hat man da so ein bisschen die Einheit zumindest. Gut, dann wäre der Bereich soweit auch schon fertig. Und wir können dorthin gehen, wo wir ja, das ganze Video letztendlich auch. Na gut, fast. Wir bleiben noch einen Moment hier, genau. Ich habe es wieder vergessen. Wir haben hier noch ein bisschen die Sonnencreme, die natürlich nicht verkehrt ist. Oder allgemein irgendeine Creme. Eigentlich ist es ein Seifenspender, aber gut, wir machen es so, dass es eine Creme ist. Ein Buch darf natürlich auch nicht fehlen, so ein bisschen zum Deko-mäßig, dass man pseudomäßig hier ein Buch am Lesen ist. Und natürlich, was ganz gut auch zum Wellness-Thema passt, sind natürlich hier die Handtücher. Und dann kommt jetzt die Sonnencreme auch eben so ein bisschen als Deko. Was nicht fehlen darf, gerade eben, wenn man hier in der Sonne ist, ne? Man wird ganz schnell rot und bekommt einen Sonnenbrand. So, jetzt aber, jetzt bin ich hier bei der Plattform zumindest fertig und wir können weitergehen zu dem Bereich, wo wir das Video auch letztendlich beenden werden und das ist hier vorne der Gartenbereich einmal. Natürlich, wir sind in Sulani, deswegen darf ein Boot nicht fehlen. Ich wollte es aber nicht ins Wasser stellen, sondern habe mir mal gedacht, wir können es hier auf, ja, auf Land platzieren. Das sieht auch sehr schön aus mit diesen Trägerdingern da dran, diesen Stützen. Also ist mal ein bisschen was anderes, als wenn dort sonst das Segelschiff stehen würde. Und ja, wie gesagt, hier haben wir eben den abgetrennten Gartenbereich. Und ich habe mir so ein bisschen die Gedanken gemacht, was möchte ich denn dort drin haben, was möchte ich dort machen. Ich hatte erst überlegt, ganz zu Anfang, ja, hier letztendlich einen Garten zu machen, der letztendlich so eine Art Gemüsegarten zum Beispiel hätte man dort machen können. Also jetzt Gemüsegarten in Anführungsstrichen. Das heißt also, man hätte dort einen Garten gemacht, wo man Pflanzen anbaut, mehr oder weniger. Man hätte dort noch eine Sitzgelegenheit machen können, also noch ein bisschen was zum Entspannen beispielsweise. Ja, man hätte auch so eine kleine Wellness-Oase dort noch hinpacken können, mit so einem kleinen Springbrunnen, vielleicht auch noch so ein bisschen Meditationshöckerchen oder so. Und ja, im Laufe des Bauens hat es sich dann so entwickelt irgendwie, dass ich gedacht habe, nee, ich mache da was für die Kinder hin. Ne? Also ich meine, wenn man dort die Kinder hat, dann möchte man die ja auch nicht irgendwie so frei herumlaufen lassen. Also jetzt frei herumlaufen, jetzt in dem Sinne, dass ne, die überall hinkommen und nachher irgendwie weglaufen oder so. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, mache ich da so eine kleine Ecke hin, die für die Kinder entsprechend sind und wo die Kinder spielen können und ein bisschen die Zeit vertreiben können. Genau, das wird dann da vorne noch ein bisschen entstehen. Zunächst erstmal auch hier natürlich wieder immer Pflanzen. Da darf es niemals genug von geben. Ist das richtig? Da darf es niemals genug von geben? Okay, es ist egal. Ihr wisst ja, was ich meine. Es kann immer Pflanzen geben. Je mehr, desto besser, natürlich. Und auch hier, klar, die Pflanzen, die ich schon im Eingangsbereich benutzt habe, die kommen natürlich auch hier wieder dran, dass wir dort eben so ein bisschen das Gleiche, also die Kontinuität haben, dass wir hier die gleichen Pflanzen verwenden, dass es eben sehr, ja doch, sehr einheitlich aussieht, das Ganze. Auch eben sehr schön mit den Farben. Wir haben das Gelb, das Lila, das Pink.
ich will mal sagen, es ist pink, das grellere, dann das rosa. Ich weiß, ich habe es ja immer so ein bisschen mit den Farben, ne? Ist immer so ein bisschen, der eine sieht das anders als ich. Vielleicht, was die Farbe ist, wie die Farbe heißt oder so. Aber gut, ihr wisst ja, was ich meine. Ihr seht es ja, ne? Welche Farbe gemeint ist. Noch so ein paar Steinchen, die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ja, und dann ist dieser Bereich eigentlich auch schon so, zumindest von außen, ne, passend zum Vorgarten eben angepasst. Und dann kann es auch jetzt weitergehen in den Innengarten mit dort rein. So. Wir haben dort schon zwei Palmen stehen, die bleiben auch dort, wo sie sind. Die sind dort gewachsen, man muss damit leben. Und zunächst erstmal kommt auch hier wieder natürlich das, was wir vor dem Zaun haben, kommt auch mit in den abgetrennten Gartenbereich. Also was vor dem Zaun steht, kommt auch hinter den Zaun. So oder mehr oder weniger. Dass wir dort also noch so einen kleinen Blumenbereich haben. Ne? Pflanzen, wie immer, darf es nicht zu wenig geben. Und ich wusste sonst auch tatsächlich nicht, was ich mit dieser Ecke dort anfangen sollte, weil die Bäume da stehen, hätte man nicht sehr viel hinmachen können. Was natürlich ganz schön gewesen wäre, gibt es leider nicht, ist natürlich eine Hängematte, die man zwischen zwei Palmen spannen könnte oder eben ein Objekt, ein einzelnes Objekt, was eine Hängematte ist, wo zwei Palmen dran sind, so dass man eben als ein Objekt hätte. Das sähe sehr, natürlich sehr, sehr cool aus. Wäre schön gewesen, wenn man das gehabt hätte. Ich weiß, es gab es tatsächlich schon bei Sims 2. Also Sims 2, wie hieß es da? Gute Reise? Ich meine, das hieß damals Sims 2 Gute Reise. Ja, ich glaube. Auf jeden Fall, dort, selbst da gab es schon eine Hängematte. Ich weiß noch genau, ich habe damals so ein schönes Strandhaus gebaut. Übrigens gab es bei Sims 2 Strandhaus mit Terrain Tool, nur mal so eben, also Strandgrundstücke mit Terrain Tool, nur mal eben so am Rande, was es eben jetzt hier bei Sims 4 nicht gibt. Ja, aber tatsächlich kann ich mich noch daran erinnern, wie ich mein Strandhaus gebaut habe. Das gibt es tatsächlich immer noch, also man kann das Strandhaus noch immer runterladen, nämlich bei Mod The Sims. Ich weiß nicht, ob ihr die Seite noch kennt, einige kennen es vielleicht noch, ist eine ganz, ganz, ganz alte Seite, die es schon zu Sims 2 Zeiten, gab. Da habe ich mein Casa de los Sueños oder glaube ich so irgendwie Haus der Träume oder wie das hieß, hochgeladen und tatsächlich gab es dort eben damals schon entsprechende Hängematten bei Sims 2. Ich weiß gar nicht, wann was rausgekommen ist. Das muss 2005, 2006 oder so gewesen sein. Ja, und jetzt 2019 gibt es bei Sims 4 keine Hängematten. Es ist ein bisschen schade, aber gut. Ich meine, so ist es nun mal, ne? Damit müssen wir uns mit anfreunden. Und ja, aber das wäre natürlich schon sehr cool gewesen, hätte man dort jetzt zwischen zwei Palmen entsprechend eine Hängematte platzieren können. Hier haben wir jetzt ein kleines Strandtuch, um mal wieder auf den Garten hinzukommen. Da können sich eure Sims natürlich sonnen. Ich fand es jetzt ganz cool, dass man es so eben macht, dass man dort die Kinder draufsetzen würde, so in Gedanken, was man damit machen würde. Und da ist eben noch ein bisschen Spielzeug nebenher und ja, die Sims können dort eben dran spielen oder dort drauf spielen letztendlich, damit sie eben nicht im Sand sitzen. Die neue Schaukel ist auch aus die Sims 4 Inselleben, sieht auch sehr, sehr cool aus. Und ja, jetzt bin ich hier mal im Debug-Menü wieder angekommen und suche so ein paar Sachen, die wir dort noch eben verwenden können. Wir haben jetzt hier dieses Netz, was wir dort vorne haben. Das ist ja, glaube ich, aus die Sims 4 Hunde und Katzen, wenn ich mich nicht irre. Das ist ein reguläres Objekt und dann gibt es eben noch zwei dieser Netze oder Seile, wo diese Dinger dranhängen. Ich weiß nicht, das sind diese Schutzdinger für Schiffe oder so. Gibt es noch im Debug-Menü, die ja jetzt freigeschaltet werden mit dem Sheet, wenn ihr den entsprechend eingibt. Und die habe ich jetzt hier auch noch dran platziert. Ich habe extra nicht so viel Debug-Sachen rausgenommen. Nicht, weil ich es nicht wollte, sondern weil ich noch nicht so wirklich weiß, welche Objekte es dort alles gibt. Zumal ich auch sagen muss, dass manche Objekte mir leider ja, nicht ganz so schön aussehen und nicht ganz so detailliert aussehen. Also ich habe es bei den Pflanzen beispielsweise gesehen. Man muss natürlich sagen, das sind Weltobjekte, die dort freigeschaltet werden. Die sind unter Umständen nicht immer ganz so detailliert und ganz so schön.
wie die Objekte, die man tatsächlich auf dem Grundstück platzieren kann. Das liegt einfach daran, dass sie eben nicht so häufig gesehen werden, meistens ein bisschen aus der Ferne auch betrachtet werden. Das heißt, die Texturen, die Detailliertheit der ganzen Objekte ist nicht ganz so hübsch tatsächlich wie eben die Objekte, die man tatsächlich auch auf dem Grundstück platziert. Das muss man immer so ein bisschen beachten. Ich habe es bei manchen Pflanzen gesehen, wo ich mir einfach denke, also so schön sehen die jetzt tatsächlich nicht aus. Und sie sehen, zwei, drei habe ich schon gesehen, die sehen eigentlich für mich tatsächlich so nach CC-Objekten aus. Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, aber das ist meistens immer so CC-Objekte, die dann eben nicht ganz so schön aussehen, die dann ja nicht ganz so detailliert sind. So sahen diese Sachen eben entsprechend auch aus. Deswegen habe ich sie eben nicht verwendet, auch hier. Die Steine, die es bei dem Debug-Menü gibt, die habe ich mir ein bisschen angeschaut. Die können ganz gut aussehen, die sind auch sicherlich ganz toll. Da muss ich nochmal ein bisschen durchschauen. Aber ich habe halt hierbei tatsächlich eigentlich bis auf jetzt diese 2, 3, 4, 5 Objekte, nur die ich aus dem Debug-Menü noch genommen habe mit diesem neuen Sheet. Tatsächlich habe ich sonst drauf verzichtet, weil mir ist noch nicht so wirklich hundertprozentig gefallen. Deswegen. Wir haben jetzt noch zwei Kokosnüsse hier platziert, das heißt, dort werden auch noch zwei kleine Palmen wachsen. Auch für die Gärtnerfähigkeit ein bisschen was zumindest getan. Und ja, wir haben jetzt hier noch diesen kleinen Bereich, der von dem Eingangsbereich runterführt natürlich auf, ja, letztendlich in den Garten rein. Und ich habe erst überlegt, wir machen dort so eine kleine Sitzgelegenheit noch. Habe dann aber gesehen, hey, da vorne haben wir diesen Abluftding von der Küche. Muss sicherlich sehr schön sein, wenn dort jemand am Kochen ist oder so und die wunderschönen Gerüche kommen dort rausgeweht. Und man sitzt da gemütlich und liest ein Buch. Und ich habe gedacht, das muss nicht sein. Deswegen habe ich dort mich dagegen entschieden, dort tatsächlich eine Sitzgelegenheit zu machen. Deswegen werden wir an den Wänden nur so ein bisschen Deko platzieren, wie jetzt hier diese Rettungsringe. Sie sind natürlich an der falschen Seite angebracht, ne? Ich meine, wenn man dort ist, dann hilft auch kein Rettungsring, ne? Also, beziehungsweise, wenn einer wirklich tatsächlich am Ertrinken ist, muss man erst durchs komplette Haus rennen, um dort die Rettungsringe zu holen. Also, sicherheitstechnisch wahrscheinlich alles andere als gut, aber gut. Ne, wir wollen ja mal nicht hoffen, dass irgendwelche eurer Sims am Ertrinken sind, außer sie werden von irgendeiner Meerjungfrau verführt und ins Wasser gelockt. Das kann ja dann mal ab und zu passieren, ne, dass die Sims dann ertrinken oder so. Ich will es nur sagen, also Vorsicht bei Meerjungfrauen, die können doch recht gemein sein. Und deswegen kommen hier eben entsprechend ja letztendlich nur so ein bisschen Deko-Sachen hin, die eben passend sind. So ein paar Blümchen haben wir dort hingestellt oder besser gesagt Pflanzen. Wir haben dort ein bisschen das Kehrblech und den Feger, der natürlich nicht fehlen darf. Und hier kommt jetzt noch so ein kleines Gedöns zusammengewürfelt, ne, mit dem Tischchen und diesen beiden Kisten. Dass er eben so ein bisschen was steht, nicht komplett nackt aussieht, aber trotzdem eben jetzt nicht übermäßig viel an Dekozeug dort platziert. Genau. Und jetzt habe ich noch eine kleine Sache eben dort gefunden und habe gedacht, das ist auch ganz, ganz süß und ganz cool. Das kam mit dem, oh Gott, das ist eins dieser Kinderdinger. Ich glaube, das ist das Kleinkinder-Accessoires, womit diese Pfosten gekommen sind. Das sind eigentlich, glaube ich, solche Dinger, wo die Kinder eben drauf rumhüpfen können. Ne? Sie müssen ein bisschen Balance halten, müssen ein bisschen darauf achten, dass sie genug weit genug treten und können darüber so ein bisschen balancieren und drauf rumhüpfen und ein bisschen spielen. Und ich fand, das war eben eine ganz süße Idee, wenn man das eben dort auch mit platziert, so ein bisschen. Es ist tatsächlich nur Deko, ne? Sie können dort eben nichts mit machen, die Sims, aber trotzdem ist es ja ganz süß, wenn man das dort platziert hat. Passt eben, wir haben jetzt eben tatsächlich hier so einen kompletten Bereich, ja, gebaut, der eher für die Kinder gedacht ist. Finde ich aber auch nicht verkehrt, dass wir eben hier ja letztendlich einen Kinderbereich haben, anstatt eben was anderes für zum Entspannen oder sonstiges zum Hinsetzen. Deswegen habe ich es hier noch so ein bisschen alternativer genutzt, beziehungsweise auch so ein bisschen für die Kinder, fürs Gameplay mäßig. Ja, und jetzt kommen hier noch so ein paar Pflanzen an der Seite und dann ist das Haus tatsächlich auch soweit schon fertig und steht in der Galerie zur Verfügung unter der EA-ID Eistierritter. Dort könnt ihr das Haus entsprechend finden, Family Beach House, so wird es entsprechend auch heißen. Und ich freue mich drauf, wenn ihr es natürlich herunterladet und in das Spiel mit integriert. Ab sofort gibt es das
gibt es das, wie gesagt, in der Galerie. Alle Links zu mir findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung, deswegen schaut doch gerne mal rein. Dort gibt es einige Informationen immer mal, die ich dort reinposte. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch soweit, das Haus. Es waren dann jetzt, ja, so mittelmäßig lang, 8 Folgen, passt, glaube ich, ganz gut. Ja, und deswegen muss ich mal sehen, was jetzt als nächstes tatsächlich auch kommt, was das nächste Projekt sein wird. Ich hatte ja, wie gesagt, immer noch mal vor, eine Villa zu bauen in Sulani auf dem Land. Das könnte vielleicht mein nächstes Projekt werden. Muss ich mal schauen, wie ich mich dazu durchringen kann, beziehungsweise auch, was ich noch gerade für Lust und Laune habe, was zu bauen. Und ja, genau. Dann sind wir auch soweit schon tatsächlich am Ende angelangt. So schnell kann es dann doch gehen. Und ja, wie gesagt, so ein paar Kleinigkeiten kommen jetzt hier noch. Lampen werden noch ein bisschen platziert, damit eure Sims natürlich auch im Dunkeln was sehen können. Das ist ja, glaube ich, auch nicht verkehrt, ne? Das ist sonst ein bisschen blöd, sonst wissen ja nicht, wo sie langlaufen müssen. Das Haus, wie gesagt, gibt es in der Galerie. Könnt ihr euch hier runterladen. Würde mich natürlich über Kommentare, Like, Abo, alles Mögliche, würde ich mich freuen, wenn ihr es machen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß erstmal noch. Viel Spaß mit dem Haus, wer auch immer es sich herunterlädt. Und dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns in einer der nächsten Folgen, wenn es dann bei einem neuen Projekt tatsächlich weitergeht. Hier sind wir am Ende. Und deswegen, ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann erstmal. Tschüss.